Zur Jagd geblasen wird am Truppenübungsplatz in Grafenwöhr äußerst selten. Nur dann lädt Ulrich Maushake erfahrene Jäger aus Deutschland ein. Eine ausgewählte Gesellschaft, die er trotzdem an das oberste Prinzip erinnert. Wir jagen mit 80 Personen mit Gewehren in einem Gelände. Dort bewegen sich Treiber und Hunde. Und die Sicherheit für alle Jagdteilnehmer ist das Allerwichtigste. Gut eine halbe Stunde dauert die Fahrt, vorbei an Schießplätzen und ausrangierten Panzern. Dann sind wir im heutigen Jagdrevier angekommen, wo die Schützen ihre Position einnehmen. Auch der kleine Trupp um Forstdirektor Maushake bereitet sich vor. Er hat es nicht so bequem. Er bahnt sich als Treiber einen Weg durch meterhohes Schilf und dichten Wald. So soll das Wild aufgescheucht werden. Da gilt es, Spuren lesen zu können. Das ist ganz frisch, das war jetzt heute Nacht. Und wir hoffen jetzt, das ist ja auch unsere Einschätzung, dass die Wildschweine hier sind. Nicht? Das weiß man nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Da auf diesem Gelände nur einmal im Jahr gejagt wird, gibt es hier viele Wildtiere, trotz täglichem Panzer und Haubitzenfeuer. Sie werden durch menschliche Tätigkeiten nicht gestört in diesen speziellen Bereichen, weil sich dort keiner aufhalten darf. Und das ist das Besondere, was Sie nirgendwo anders in Deutschland finden. Es ist ein Stück bayerischer Urwald. Um die 800 gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sind in Grafenwöhr noch heimisch. Diese zu schützen, auch eine Aufgabe der Forstverwaltung. Der Seeadler in Bayern ist in Grafenwöhr groß geworden und mittlerweile haben wir eine ganze Menge Bereiche, wo der Seeadler sich etabliert hat in Bayern und die kommen alle aus Grafenwöhr. Es geht immer tiefer durch das Geäst. Plötzlich. Das ist ein Stück Rehwild. Rehwild! Zweites Stück ist weiblich! So, das ist natürlich ideal, wenn es so klappt. Rehböcke darf man nicht schießen, im Augenblick nur weiblich ist. Deswegen habe ich gerufen, das erste durfte man nicht schießen, das zweite ja. Und tatsächlich, ein Volltreffer, ein Reh, die Jäger sind zufrieden. Die Tiere werden verladen und zur Sammelstelle auf dem Truppenübungsplatz gebracht. Nach dem Entfernen der Eingeweide werden sie aufgereiht. Die Jäger nennen es Strecke legen. Maushake ist mit dem, was er sieht, zufrieden. Die Jäger haben auch sehr gut geschossen. Das ist ja unser Ziel. Wenn wir töten wollen, dann muss es schnell und tierschutzgerecht sein. Sozusagen urplötzlich fällt der Schuss und bums ist das. Das hat heute sehr, sehr gut geklappt. Am Ende waren es 69 geschossene Wildtiere. Ihre Artgenossen, die mit dem Schrecken davongekommen sind, müssen jetzt ein Jahr lang keine Schüsse mehr fürchten. Zumindest nicht auf sie.